So, hallo und euch allen einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall soweit. Und ja, heute was ganz Besonderes unter anderem. Und zwar will ich heute einmal die Gewinner bekannt geben zu meinem Event der Schnitzeljagd. Und da wurden bezüglich drei Gewinner ermittelt. Einige darf ich leider namenstechnisch und servertechnisch ja nicht erwähnen. Da muss ich den Wunsch dann halt dementsprechend Folge leisten, wenn diejenigen das halt nicht wollen. Und aber naja, auf jeden Fall der erste Platz, zweiter und dritte Platz sind entsprechend vergeben. Und ja, unter anderem habe ich dann noch als Thema einmal ein kommendes Update 15.3, was noch vor dem Update 16 released werden soll. Und dann habe ich auch noch drei DSL-Internet-Tipps, unter anderem, wie ihr noch ein klein wenig eure Leitung ein wenig verbessern könnt und so gegebenenfalls auch die Paketverluste ein klein wenig minimieren könnt. Dann habe ich einmal dann noch sowas, einen kleinen Beitrag zum Thema Windows 10, weil das ist demnächst auf dem Markt, soll noch diesen Sommer unter anderem erscheinen. Und ja, dann haben wir dann halt noch eine Anduin-Sippe, die halt entsprechend ein paar Mitglieder sucht. Und dann noch einmal als Thema das Sippentreffen 2015, denn die haben aktuell die Preise reduziert bis Ostern. Und ja, wollen wir noch mal gucken. Ich würde sagen, fangen wir am besten mal mit dem Thema Updates an. Das interessiert, glaube ich, die meisten. Jetzt am vergangenen Freitag, ja, war auf Bullroa wohl irgendwie ein etwas größerer Patch draufgekommen. Ich hatte nämlich Freitag eine Information erhalten von wegen, dass man Bullroa patchen kann. Ich habe meinen Bullroa-Client dann entsprechend mal angeworfen und der hat auch einen größeren Patch gezogen. Bullroa selber war laut der Seite luxhdio.de sogar online. Also er stand in der Serverauswahl als online, war ja zumindest markiert. Aber man konnte selber nicht draufgehen, weil der Launcher sagt, ist nicht, der ist geschlossen. Aber auf Bullroa, da ist auf jeden Fall Aktivität gewesen und da herrscht auch immer noch Aktivität. Keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwelche GMs sind, die dort ein bisschen am Rumspielen sind oder am Testen sind oder so, keine Ahnung. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Ich habe die Seite entsprechend hier angeworfen. Das war jetzt mal das falsche Fenster. So, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt an der Grafikstatistik hier, da waren so circa 10 Leute auf Bullroa ja, unterwegs gewesen. Ich kann die Seite nochmal kurz neu laden, damit die Grafik nochmal aktualisiert wird. Und ja, hier hätten jetzt halt um diese Uhrzeit ist natürlich ein bisschen weniger Betrieb, aber es war auf jeden Fall Betrieb gewesen auf Bullroa. Aber selber konnte man noch nicht drauf auf dem Server. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt mit dem Update M16 kommende Woche auf jeden Fall mit rechnen dürfen, weil das wurde ja angekündigt, dass das Update 16 zu Ende April released werden soll. Von daher wäre es durchaus denkbar, dass jetzt ab nächste Woche dann die Beta-Phase auf Bullroa losgehen wird. Wie gesagt, davor gibt es noch ein kleines Update, das soll jetzt in den kommenden Wochen, eventuell sogar schon nächste Woche oder übernächste Woche erfolgen. Das wäre dann ein Update mit der Versionsbezeichnung 15.3. Dies beinhaltet unter anderem einmal die langfristige Änderung an dem Musiksystem. Da wurde Bullroa dann in der Vergangenheit des Öfteren mal online gestellt, damit man sich mit den Programmierern und so in Verbindung setzen konnte, das in aller Ruhe testen konnte und so weiter und so fort. Und die Änderung des Musiksystems soll jetzt in den nächsten Tagen, Wochen mit dem Update 15.3 released werden, also noch vor dem Update 16. Und ja, zum Thema Servertransfer, das hat alles darauf keine großartige Begrenzung, sage ich mal. Das Update wird auf jeden Update 16 wird auf jeden Fall noch vor dem Servertransfer entsprechend released werden. Beim Servertransfer, da sind die jetzt immer noch bei, ein klein wenig da, ja, rumexperimentieren, Fehler suchen und so weiter und so weiter. Das Übliche halt. Was haben wir uns hier noch aufgeschrieben? Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ach ja, und zum Thema Update 16 wegen dem PvMP-Gebiet. Und zwar
wurde das wohl jetzt erstmal verschoben, also das neue Ettenödengebiet in Klammern, sage ich jetzt mal, wird noch kein Bestandteil von Update 16 sein. Da gibt es wohl noch das ein oder andere Problem. Und das neue PvMP-Gebiet soll dann höchstwahrscheinlich mit einer späteren Version, zum Beispiel Update 16.1 oder 16.2, je nachdem, released werden. Also bedeutet, wenn Bulroa online geht, dann kann man noch nicht das neue Ettengebiet testen. Oder vielleicht kann man es doch testen, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall wird das auf jeden Fall kein Bestandteil von Update 16 sein. Und ja, wann es dann dementsprechend released wird, ob es mit Update 16.1 oder 16.2 ist, müssen wir einfach mal dementsprechend abwarten. Zudem soll es ja auch noch einen Spielerat dafür geben, extra fürs PvMP. Und aber da sind auch soweit noch keine weiteren Details jetzt bekannt. Ich denke mal, im April wird es wahrscheinlich zu diesem Spielerat für die Monster, also für die Ettenöden sozusagen, denke ich mal, wird es im April dann losgehen mit dem Auswahlverfahren, dass die Leute sich da dementsprechend bewerben können. Weil im April wurde ja auch angekündigt, soll ja auch einmal der normale HDAO-Spielrat neu zusammengewürfelt werden sozusagen. Ja, soviel zu dem Thema mit dem Update. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil ich denke mal, es wird es auf jeden Fall nächste Woche losgehen mit dem Thema Update 16. Und wie gesagt, ich werde dann einen 24-stündigen Livestream veranstalten vom Server Bulroa. Sobald er online geht, bin ich natürlich gleich vor Ort. Und da auch nochmal an euch, wer Lust hat, an diesem Livestream mitzumachen, ist natürlich herzlich eingeladen, weil ich brauche natürlich einige Leute, um auch die neuen Instanzen zu testen. Das wären ja einmal 3er-Inis und 6er-Inis, die ich dann einmal ganz gerne testen möchte im Livestream mit euch. Wir wollen uns das einfach mal anschauen, die neuen Gebiete anschauen und so weiter und so weiter. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach mal. Mein Charname ist auf Bulroa Talirut, wie ganz normal auf Morsehorn auch und so weiter. Und ja, wenn ihr Lust habt, einfach melden. Ihr bekommt es ja mit, wenn ich dann anfange zu streamen. Einfach in den Chat schreiben. Wenn ihr dann auf Bulroa seid, lade ich euch dann entsprechend ein. Und wir können uns da, denke ich mal, auf jeden Fall überraschen lassen. Ich freue mich schon sehr auf die Beta-Phase. Und ich denke mal, das wird jetzt auf jeden Fall dann losgehen nächste Woche. Ich tippe eher so auf dem Wochenende, weil meistens ist es ja immer auf dem Wochenende passiert. Spät abends, so gegen 21 Uhr aufgrund der Zeitverschiebung und so weiter. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu einer Optimierung. Und zwar habe ich mal ein bisschen im Internet recherchiert. Ich habe auch ein paar Links bekommen und ein paar Tipps erhalten. Und da habe ich einmal drei Tipps für euch, wie ihr so ein klein wenig euer Internet ein wenig verbessern könnt. Und zwar hätte ich einmal als ersten Tipp zum Beispiel DSL mit dem richtigen, mit der richtigen MTU beschleunigen. Tipp MTU, MTU-Wert richtig einstellen. Mit einer richtigen MTU Maximum Transmission Unit könnt ihr eure DSL-Leitung beschleunigen und Verbindungsprobleme lösen. Die MTU gibt kurz gefasst die maximale Paketgröße eines Protokolls an. Zum Optimieren der DSL-Geschwindigkeit versucht man den Wert so hoch wie möglich zu setzen, ohne dass Probleme auftreten. Ein MTU-Wert von Beispiel 1600 ist schlecht, da die Pakete zu groß wären, um herauszufinden, ob euer MTU zu hoch eingestellt ist, geht ihr dementsprechend wie folgt vor. Das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Ich habe dazu alternativ auch einen Artikel verfasst, wo ihr nochmal zu dem Thema der drei Optimierung des Internetleitung sozusagen nochmal nachschauen könnt. Der Link wird euch gleich einmal entsprechend angezeigt. So, einmal das, dann gehen wir einmal hier drauf. So, hier seht ihr jetzt einmal den Link, reitervonrohan.com/dsl. Da seht ihr dann im Prinzip einmal eigentlich genau das, was ich hier auf meine 5 Seiten sozusagen drauf getextet habe. Ist nicht gerade wenig. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen mit dem MTU-Wert einmal anfangen. So, ihr öffnet ganz normal eure Eingabeaufforderung. Dies müsst ihr dann einmal als Administrator mit Administratorrechten sozusagen starten. Und dann gibt ihr als erstes zum Beispiel mal folgenden Befehl ein. Ich muss mir den mal kurz hier raussuchen. Da haben wir es ja auch schon. So, dann könnte ich das nämlich euch jetzt mal direkt hier zeigen.
der gibt dir dann folgenden Befehl entsprechend ein, nämlich den Befehl, den ihr jetzt einmal sehen könnt. Dann drückt ihr einmal auf die Taste Enter. So, und jetzt wird euch dementsprechend die MTU-Werte angezeigt. Zum Beispiel hier mit, das ist eigentlich so der Standardwert, da wo die 10, sage ich jetzt mal, steht. Der IDX-Wert 10 ist eigentlich der, der, denke ich mal, überwiegend für jeden gleich sein sollte. Dieser steht standardmäßig auf 1500. Ich habe den jetzt schon abgeändert. Und die beiden Daten, die da drunter sind, wo jetzt disconnected stehen, die brauchen euch eigentlich gar nicht zu interessieren. Die könnt ihr erstmal ignorieren sozusagen. Wichtig ist im Prinzip halt der Name LAN-Verbindung, wie es von mir angezeigt wird, mit dem IDX10-Wert. Sollte der bei euch auf 1500 stehen, könnt ihr das entsprechend abändern mit folgendem Befehl. Den suche ich jetzt auch mal kurz hier raus. Da haben wir ihn auch schon. So, dann geben wir den jetzt einmal ein, zack. Da haben wir was vergessen. Da muss, glaube ich, ein N hin, ne? Genau. So, versuchen wir das nochmal. So, und wie ihr seht, bekommt ihr dann einmal als Rückmeldung den Wert OK. Ja, also dass euer MTU-Wert sozusagen jetzt eingestellt ist, um zu gucken, ob der jetzt von 1500 entsprechend auf 1464 eingestellt ist, könnt ihr dann einfach nochmal den zweiten Schritt dann entsprechend wiederholen, beziehungsweise den ersten Schritt mit dem Befehl, und dann seht ihr, aha, okay, der MTU-Wert ist jetzt entsprechend für mich eingestellt. Und ja, das war's letztendlich dann einmal dazu. Dazu auch nochmal dann eine wichtige Info: Falls mal eure Batterie vom Mainboard leer sein sollte und ihr tauscht diese Batterie aus, dann müsst ihr einmal diese Einstellung erneut vornehmen, da halt durch den Austausch der Batterie sozusagen ja euer BIOS sozusagen zurückgesetzt wird, und damit habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze nochmal zurückzusetzen. Mit dem Befehl der Wert 10, der ist halt standardmäßig dementsprechend. Wie gesagt, da müsst ihr da mal gucken, dass da bei euch LAN-Verbindung steht. Und das war's dann eigentlich. Weitere Details dazu, sowie auch einen Link zu der Quelle, wo ich das unter anderem her habe, findet ihr einmal auf den Artikel, der da ja eingeblendet wird, reitervonrohan.com/DSL. Da ist auch nochmal alles genau beschrieben. Und da könnt ihr euch das dann auch nochmal in aller Ruhe ja, sozusagen anschauen. Dann habe ich nochmal einen zweiten Tipp, und zwar ist das ein geheimer Befehl, der unter anderem Netzwerkkarten optimiert. Mit einem weiteren simplen Kommando könnt ihr einen speziellen Netzwerkkommando in Windows 7 aktivieren, der Netzwerkkarten beschleunigen kann. Windows 7 und Windows 2008 unterstützen NetDMA 2.0 via direkten Schächtzugriff DCA. Vista verfügt nicht über diese Funktion. Also dieser Tipp, den ich euch sozusagen gleich zeigen werde, da würde überwiegend für Windows 7 und für Windows 2008 entsprechend funktionieren. Dieser Kniff greift tief ins System ein und ist gerade deshalb höchst wirksam. Netzwerkkarten werden so in der Lage versetzt, Daten direkt in einen CPU-Check zu schreiben. DCA soll Verzögerung beim Speicherzugriff auf die Anforderung und die Speicherbrandweite insbesondere breitbandigen Umgebung Gigabits reduzieren. Und damit DCA funktioniert, muss es von Netzwerkkarten, Systemchipsatz und der CPU unterstützt werden. In die gleiche Richtung zieht sich auch die Aktivierung von NetDMA. Der direkte Speicherzugriff sorgt dafür, dass die Netzwerkpuffer schneller gefüllt werden, so dass auch diesen Grund die Netzwerkpakete schneller verschickt werden und so weiter und so fort. Könnt ihr bei mir auch dementsprechend alles durchlesen. Ich brauche das jetzt alles eigentlich alles gar nicht vorlesen. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Befehl, den ihr eingeben müsst. Wie gesagt, dazu müsst ihr dann auch einmal wieder erneut eure Eingabeaufforderung öffnen mit Administratorrechten, damit ihr dann entsprechend die Befehle eingeben könnt. Habt ihr die Eingabeaufforderung
geöffnet, dann gebt ihr folgenden Befehl ein. Einmal den hier, dann drückt ihr Enter und wie ihr seht, bekommt ihr wieder als Rückmeldung ein OK. So, das wäre dann jetzt sozusagen der erste Befehl gewesen und dann setzt ihr anschließend noch einen Befehl, um den NetDMA-Modus zu aktivieren. Das geht mit folgendem Befehl. Einfügen, Enter und dann solltet ihr wieder ein OK zurückbekommen und da steht es dann auch schon dementsprechend. Das wäre sozusagen einmal der zweite Tipp. Beachtet, dass dieser Tipp nicht mit jeder Netzwerkkarte den gewünschten Erfolg bringen könnte, weil manche Netzwerktreiber diese Funktion per se aktivieren. Also bedeutet, diverse Netzwerkkarten aktivieren diese Funktion so oder so schon. Aber letztendlich schadet es euer System nicht, wenn ihr trotzdem einfach mal die Befehle dementsprechend reingibt. Aber die Leitung sollte eigentlich nicht abreißen, weil wie gesagt, ich mache das jetzt ja jedem Stream für euch auch live. Und ich habe auch alle drei Tipps entsprechend bei mir umgewandelt. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu einem Tipp. Und zwar mit einer Änderung in eurer Registrierung. Da auch nochmal vorweg, Änderung an der Registrierung greifen natürlich auch sehr, sehr tief in das System ein. Da sollte man auf jeden Fall auch bedacht vorgehen. Wenn ihr diese Änderung an der Registrie gleich vorgenommen habt, dann müsst ihr einmal euren Rechner neu starten. Aber dazu, das findet ihr dann auch alles bei mir auf der Seite, auf den entsprechenden Artikel. Und zwar gibt es in Windows eine Netzwerkdrosselung, die automatisch immer aktiviert ist. Und zwar könnt ihr diese Drosselung einmal komplett deaktivieren. Ich schau mal kurz, was ich hier dazu alles stehen habe. Bla 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 bla. Genau, ich lese euch einfach mal den Kram hier kurz vor. So, damit der alte Mann das hier auch lesen kann. So, da Multimedia-Programme mehr Ressourcen erfordern, implementiert der Windows-Netzwerkstapel eine Drosselung-Mechanismus für die Verarbeitung von Netzwerkverkehr, nicht Multimedia, auf 10 pro Millisekunde Pakete beschränkt. Diese Prozessbeschränkung gelangt im Endeffekt nur, wenn Sie Multimedia-Programme ausführen, die zeitkritisch sind. Diese Drosselungsmechanismus kann jedoch möglicherweise eine Verringerung der Netzwerkleistung während der aktiven Multimedia-Wiedergabe führen. Diese Abnahme der Leistung ist wahrscheinlich nur auf Hochgeschwindigkeitsnetzwerke auftreten, die maximale Kapazität ausgelastet sind. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das könnt ihr auch entsprechend alles in meinem Artikel einlesen. Wie gesagt, ich habe alle drei Funktionen bei mir, beziehungsweise alle drei Tipps, die ich euch jetzt hier einmal zeige, habe ich bei mir auch eingesetzt auf dem Rechner. Und ich habe das jetzt einige Tage getestet und ich kann eigentlich nur sagen, für mich hat sich das gelohnt, weil ich merke schon, kleine Verbesserungen. Ich habe nicht mehr so oft Paketverluste im Spiel selber. Ja, ich danke dir auf jeden Fall mal fürs Folgen hier. Wie gesagt, diese Tipps könnt ihr umsetzen. Kann sein, dass der eine vielleicht Besserung merkt, der andere merkt vielleicht keine Verbesserung. Das wird halt immer unterschiedlich sein. Aber kommen wir jetzt einmal dann dazu. Auch dir danke ich dann einmal fürs Folgen. So, und dann gehen wir jetzt einmal zurück, einmal hier drauf. Wo habe ich meine Registrierung? Da. So. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einmal meine Registrierung hier. Da kommt ihr wie folgt rein. Wenn ihr einmal auf eure Windows-Start-Button sozusagen klickt, dann gibt ihr einmal ein Reg-Edit. Dann kommt ihr direkt auf eure Registrierung. Dort auf der Registrierung seht ihr dann halt einmal sozusagen diese komischen 5 Ordner. So, da müsst ihr jetzt euch ein klein wenig durchwuseln. Ich lese euch das jetzt nicht direkt vor. Die Befehle, wo ihr genau letztendlich... ja, jetzt ist doch mal gut hier. Die Befehle, wo ihr letztendlich eigentlich hin müsst, steht alles dann bei mir entsprechend in dem Artikel. Ich zeige euch das jetzt einmal. Und zwar öffnet ihr zum Beispiel erstmal zuerst HKEY lokalen Maschinen. Das wäre dieses Verzeichnis hier. Ich sollte auch mal auf den richtigen Monitor gehen. So, das wäre dann einmal dieses Verzeichnis. Dann geht ihr jetzt einmal auf das Verzeichnis Software. Habe ich hier auch schon offen. So.
Dann wählt ihr einmal das Verzeichnis Microsoft aus. Das haben wir hier. Habe ich halt auch schon offen, weil ich das ja schon geändert habe. Dann wählt ihr Windows NT aus. Da muss man eine Weile scrollen. Da ist Windows NT. So, dann wählt ihr Current Version aus. Current Version, wo bist du? Ah ja, genau. Direkt hier oben ist dann Current Version. Dann geht ihr auf Multimedia. Den haben wir hier. Und dort geht ihr dann auf Systemprofile. Dann haben wir das hier. So. Und jetzt kommen wir dann hier zu den wichtigen Settings, sagen wir mal. Und zwar ist für euch wichtig dieser Befehl. Ich habe den jetzt schon standardmäßig auf 0 gesetzt. Ich werde das mal kurz wieder rückgängig machen. Und zwar, ich glaube, das war einfach nur ein A, was man hier eingeben muss. Genau, standardmäßig sollte bei euch dieser Wert hier in etwa stehen. Ja, also 0, x, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a und dann in Klammer 10. Das sollte bei euch stehen. Das wäre unter anderem der Standardwert. Und ja, wie gesagt, das ist halt diese Netzwerkdrosselung, die Windows intern ist. Diese könnt ihr dann halt einmal ändern, wenn ihr hier wieder auf Ändern geht. Und dann gibt ihr hier als Befehl, muss ich mal kurz zählen, was ist denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gebt ihr 8 mal das F ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann auf OK. Genau, dann habt ihr jetzt dementsprechend diesen Wert hier stehen. Wenn ihr das dann umgesetzt habt, danach müsst ihr dann einmal euren PC neu starten. Wie gesagt, solltet ihr jetzt vielleicht Verschlechterungen merken oder wie auch immer, dann könnt ihr den Befehl entsprechend rückgängig machen. Wie gesagt, lest euch das nochmal alles in aller Ruhe durch auf reiter-von-roan.com/dsl. Dort habe ich das nochmal alles genau protokolliert, auch mit diversen Links zu der Quelle, wo ich diese Artikel unter anderem her habe. Und ja, ich denke mal, das wird den einen oder anderen auf jeden Fall helfen. Mir hat's auf jeden Fall geholfen. Letzter Fallover wird hier halt gerade bei mir nicht angezeigt, da halt hier mein Programm, weil ich keine Connections habe, beziehungsweise weil die Seite gerade nicht funktioniert, die das hier unten aktualisieren, aber auch völlig Latte. So, kommen wir dann einmal zum Thema Windows 10. Ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit auseinandergesetzt habt, inwiefern ihr das irgendwie verfolgt. Und zwar hat Microsoft jetzt ja schon ein neues Betriebssystem entwickelt, das kurz vor den Start steht. Und zwar ist es das Windows 10. Es ist so ähnlich wie, ja, würde ich jetzt mal sagen, wie Windows 8, aber nicht ganz. Man hat sein Startmenü. Es ist auch nicht mehr so eingeschränkt, dass es halt so irgendwie tablettmäßig hat. Also es ist auch schon so ähnlich wie Windows 7 so circa. Und das Tolle ist, Windows 10 wird es kostenlos geben. Für Benutzer zumindest von Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1. Die haben die Möglichkeit, kostenlos per Windows Updater ein Upgrade auf Windows 10 zu machen. Allerdings geht dieses kostenlose Upgrade nur in einem Jahr. Also sagen wir mal, Windows 10 wird jetzt morgen released werden. Ja, dann würdet ihr dann ab morgen sozusagen ein ganzes Jahr dann Zeit haben, auf Windows 10 ein kostenloses Upgrade zu machen. Wie das danach dann ausschaut, also wenn ihr jetzt das kostenlose Upgrade auf Windows 10 gemacht habt, dann habt ihr das auf jeden Fall safe und ihr habt dauerhaft Windows 10 kostenlos zur Verfügung. Wie das jetzt allerdings ausschaut, wenn man jetzt mal das Windows 10 neu installieren muss, ob man dann vielleicht erst wieder Windows 7 installieren muss und dann vielleicht per Windows Update auf Windows 10 wechseln kann. Wie das genau funktioniert, das weiß ich nicht. Da habe ich so jetzt auch noch keine Infos gefunden. Preise zu Windows 10 selber sind mir so jetzt auch noch keine bekannt. Da gibt es auch aktuell noch keine. Aber wie gesagt, wer das auf jeden Fall mal testen möchte, der kann das auf jeden Fall testen. Aktuell kann man sich auch noch eine Testversion laden. Und ja, wie gesagt, Windows 10... Ja, ich danke dir mal fürs Folgen. Ich sehe auch gerade, ich sollte hier auch vielleicht mal kurz diesen einen Text da wegmachen. Von wegen, gleich geht's los, weil im Prinzip geht's ja schon los hier. Wo haben wir es denn da? Machen wir das erstmal raus hier. So, ganz vergessen. Wie gesagt, Windows 10 könnt ihr dann kostenlos upgraden, sobald das sozusagen auf dem Markt steht. Also heute kriege ich mal jede Menge Fallovers hier, das finde ich doch mal sehr schön.
Danke euch dafür auf jeden Fall. Ich muss das mal kurz größer machen, damit da mal dieser Scrollbalken weg ist. So. Ja. Und dann, das war zum Thema Windows 10. Was haben wir noch so? Ja, Leute, jetzt wollt ihr mich aber auch ein bisschen in den Schwitzen bringen mit euren Folgen. Aber auf jeden Fall, ja. Dankeschön, dass ihr mir folgt. Ich muss mal eben kurz was gucken hier. Wo haben wir das denn hier? Ja, auch dir erstmal recht herzlichen Dank. Ach, da haben wir es, okay. Den schieben wir dann jetzt erstmal ganz nach oben. Dann sollte der jetzt auch vor dem Chat stehen. So. Ist ja auch lustig, warum sind das hier verschiedene Meldungen? Okay. Das verstehe ich jetzt allerdings nicht, warum wir das jetzt hier so verschieden haben, aber passt schon irgendwo. Bisschen irritierend gerade. Aber geht schon. Irgendwie verstehe ich gerade nicht, was hier los ist. Ich muss mal kurz gucken, weil irgendwie scheint mein System mir gerade ein klein wenig zu spacken, habe ich das Gefühl. Weil das hört ja alles irgendwie gar nicht mehr auf. Es geht hier auf jeden Fall gerade nicht mit rechten Dingen zu, habe ich das Gefühl. Okay. Machen wir den mal wieder nach unten. Mal gucken, ob es dann besser ist. Aber soll ja auch erstmal scheißegal sein. Naja, egal. Ich bin heute, glaube ich, ein bisschen überfordert hier, was das Ganze angeht. Ja. Wenn das jetzt noch öfters kommt, dann mache ich diese Meldung erstmal ganz aus, weil das nervt dann auf Dauer dann ja auch. Okay. Dir dann auf jeden Fall danke für die 5 Euro Spende. Ich habe zwar keine Ahnung, warum das so angezeigt wird, eigentlich ist die Meldung mal total falsch, aber davon abgesehen... Okay. Auch dir danke ich dann mal für die 5 Euro Spende. Okay. Irgendwie ist hier gerade was definitiv nicht in Ordnung, habe ich das Gefühl. Sekunde mal. Ich mach mal die Meldung auf, weil das sind, glaube ich, die alten Spenden, die an die kommen. Weil diese Seite Twitch Alerts, wo ich diese Funktion nutze, die hat aktuell ein paar Probleme. Und deswegen kommen jetzt dauernd hier diese Meldung rein. Das sind die alten Spenden, das stimmt durchaus. Ja, wie gesagt, Twitch Alerts, worüber ich dieses halt nutze. Ich muss mal kurz gucken, wo ich die Kacke hier gerade ausmache. Weil irgendwie kommt jetzt alles gerade nach und nach rein. Warum auch immer das so ist, ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt ist auch mal gut hier. Wo haben wir es denn hier? Dann machen wir ihn nochmal aus. Nee, das ist der falsche. Das ist der Scrolltext. So. Aber ich denke, das sollte jetzt vorbei sein, das Ganze auf jeden Fall. Dann können wir jetzt auch mal weitermachen. Okay, kommen wir jetzt weiter zum Thema Schnitzeljagd. Wir wollen ja auch mal die Gewinner bekannt geben, damit das Ganze eben ein klein wenig interessant wird. Und wir von den ganzen anderen Themen nochmal abweichen. Ja, die Schnitzeljagd ist zu Ende. Ich habe das sehr, sehr lange geplant gehabt. Wir sind natürlich auch ein paar Fehler irgendwo unterlaufen bei dieser Schnitzeljagd. Aber man lernt halt letztendlich aus diesen Fehlern. Ich bin auch schon derzeit dabei, die nächste Schnitzeljagd zu planen für das Jahr 2016.
Und ja, wie gesagt, für 2016 plane ich bereits auch schon die Schnitzeljagd. Die wird dann auch so circa im Februar starten. Was es da dann für Preise gibt, das werde ich jetzt noch nicht sagen. Die Preise werden noch von mir dementsprechend halt rausgesucht. Ja, und wie gesagt, bei meinem Event der Con hatte man die Möglichkeit, drei Plätze zu ergattern. Auf dem ersten Platz würde man gewinnen 5000 Shop-Punkte. Auf dem zweiten Platz wären es 3000 Shop-Punkte. Und auf dem dritten Platz wären es dann 1000 Shop-Punkte. Und dann will ich jetzt auch mal kurz die Gewinner bekannt geben. Ich habe übrigens, wenn ich das, glaube ich, hochgezählt habe, über 100 E-Mails erhalten mit euren Lösungswörtern. Und da war eigentlich keines von verkehrt. Also ihr habt das alle richtig erraten. Das Lösungswort war in diesem Sinne Schicksalsberg. Viele waren natürlich ein bisschen verwirrt von wegen, weil ihr da so einen Buchstabensalat raus hattet. Aber ich will es euch auch nicht zu leicht machen. Deswegen habe ich ja geschrieben, ja, ihr müsst aus diesem Buchstabensalat dann auch erstmal noch das Lösungswort euch entsprechend rausfuchsen, und das habt ihr dann auch alle ganz gut hinbekommen. Und ich habe auch sehr, 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 sehr viel Feedback erhalten, von wegen, dass es ein tolles Event war und dass es euch vor allem Spaß gemacht hat. Da auf jeden Fall auch nochmal ein Dankeschön an euch, dass ihr mir euer Feedback entsprechend gegeben habt. Und dann will ich jetzt erstmal die Gewinner bekannt geben zu dieser Schnitzeljagd. Und auf Platz 3 hätte ich unter anderem den Spieler Goldholl. Und der möchte vom Server her nicht ernannt werden. Ich weiß es auch gerade gar nicht, ob dieserjenige sich gerade hier im Stream befindet oder auch nicht. Aber dieser Gewinner Goldholl, da wird natürlich auch nochmal per E-Mail von mir entsprechend informiert. Er hat den dritten Platz und somit 1000 Shop-Punkte gewonnen. Dann habe ich einmal auf dem zweiten Platz einen Spieler, der mit A anfängt. Der möchte leider auch, das war jetzt der zweite Platz, der Spieler, der mit A anfängt. Der möchte leider nicht vom Namen her genannt werden, befindet sich aber auf dem Server Maya. Den Server durfte ich ruhig nennen, aber er möchte halt vom Spielernamen nicht komplett genannt werden. Er hat zumindest 3000 Shop-Punkte gewonnen. Dann komme ich auf Platz 1. Das wäre ein Spieler von Beliger. Und da will ich jetzt mal kurz gucken, ob dieser Spieler im Stream ist, weil den habe ich öfters mal im Stream bei mir. Schauen wir mal. Ja, der oder die Spielerin ist sogar gerade anwesend. Und zwar wär's das einmal du, Lamera. Du hast den ersten Platz gewonnen und hast dir somit auch, ja, 5000 Shop-Punkte entsprechend gesichert, die ich dir dann natürlich, online auch nochmal zustecken werde. Ich werde nochmal kurz das Ganze hier einblenden, wer gewonnen hat. So, und zwar wäre der erste Platz wäre dann halt Lamera vom Server Billiger. Du hast dann, wie gesagt, gewonnen die 5000 Shop-Punkte. Nutzt die, warum schreibst du die denn selber GZ? Aber wie dem auch sei. Und ja, wie gesagt, nutzt die 5000 Shop-Punkte sinnvoll auf jeden Fall. Aktuell, falls du noch irgendwelche Erweiterungen brauchst oder so, die sind aktuell im Angebot, würde sich für dich sogar dann auf jeden Fall lohnen. Ich würde gleich im Anschluss des Streams dann einmal auf Billiger vorbeischauen und würde dir dann gerne die Codes übermitteln. Das wären nämlich dann 5x 1000 Shop-Punkte-Codes, die du dann bekommst. Und die kannst du dann selber für dich einlösen oder du kannst halt die verschenken, wie du möchtest. Wie gesagt, das sind 5x 1000er Codes. Da kannst du zum Beispiel 1000 Shop-Punkte für dich einlösen, die anderen 4000 verschenkst an der Sippe, an Freunden oder an deine Familie, Oma, Opa, was weiß ich, keine Ahnung. Kannst du machen, was du mit willst. Die Codes, die werde ich dir gleich in-game einmal rüberschieben, damit du die entsprechend hast. Und ich hoffe, dass du auch und auch alle anderen dementsprechend Spaß hatten bei diesem Gewinnspiel. Und ja, das wäre dann zum Thema die Schnitzeljagd. Dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Ereignis, und zwar, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das auch schon gehört hat, zum Thema Sippentreffen 2015. Das ist so ein etwas größeres Event. Ja, kannst ruhig gern nachher einmal einloggen. Ich werde gucken, ob du online bist.
Dann schreibe ich dich per IMS an. Solltest du nicht online sein, schicke ich dir das Ganze per Post einmal zu. Wie war es dann die Freitag beim Augenarzt? Ja, ich war Freitag bei meinem Augenarzt, da war so das Übliche. Meine Ärztin wollte mich am liebsten sofort in die Uniklinik schicken, weil da wohl doch wieder ein paar Komplikationen mit dem Auge selber gibt, weil ich habe ja eine künstliche Linse erhalten und hinter dieser künstlichen Linse, da sind diverse Ablagerungen, was dazu führt, dass ich aktuell wieder ein bisschen schlechter sehen kann. Ich sehe wieder ein bisschen schwammiger aktuell, habe so einen leichten Milchblick, sag ich mal. Aber da ich in 3 Monaten eh wieder in die Uniklinik muss, hat sie gesagt, okay, 3 Monate ist ja noch akzeptabel. Dann wird das wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich wieder gelasert werden muss oder sonst irgendwie was. Oder ich kriege eine Spritze, muss ich mal gucken. Ist nichts Gravierendes, ist halt nur eine Kleinigkeit. Ja, ansonsten, wie gesagt, in 3 Monaten weiß ich dann mehr, wenn ich in der Uniklinik war. Wenn sie dann wieder ein bisschen am Auge rumfummeln, das ist dann halt das Übliche sozusagen. Und ja, dann komme ich jetzt einmal kurz zum Thema Sippentreffen. Wie gesagt, das ist ein etwas größeres Event, das nennt sich Sippentreffen. Ist aber in der Hinsicht jetzt nicht unbedingt nur für Sippenspieler. Ja, also bei diesen Sippentreffen, da kann eigentlich jeder dran teilnehmen, der jetzt in einer Sippe ist, der meinetwegen auch zum Beispiel in keiner Sippe ist, das ist total scheißegal. Das ist jedem in der Hinsicht selbst überlassen. Alle Informationen dazu findet ihr da auf der eingeblendeten Webseite sippentreffen-2015.de. Und zwar haben die aktuell über Ostern ihre Preise zum halben Preis gesenkt. Also um die 50% sind die Preise gesenkt. Bis zum 6. April habt ihr daher die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Und zwar bekommt ihr ein Ticket bereits für 48,70 € ab einem Alter bis zu 16 Jahren. Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren zahlen nur 24,35 €. Wie gesagt, das ist ein halber Preis. Nach dem 6. April ist es wieder dann der reguläre Preis. So zahlt ihr dann keine 48,70 € mehr, so zahlt ihr dann knapp 100 €. Also es lohnt sich schon, da jetzt auf jeden Fall zuzuschlagen, wer noch keine Tickets für diese Sippentreffen haben sollte. Ich werde unter anderem eventuell, aber das weiß ich noch nicht zu 100%, auch bei diesen Sippentreffen vor Ort sein, da ich eingeladen wurde. Aber ich kann das noch nicht genau sagen, ob ich vor Ort bin, weil ich muss für diesen Zeitpunkt entsprechend jemanden finden, der sich halt hier um meine Katzen kümmert für die 4 Tage. Sollte ich da niemanden finden können, werde ich wohl nicht am Sippentreffen teilnehmen können. Denn meine Tiere möchte ich desbezüglich dann halt nicht vernachlässigen, das ist nicht. Und wenn ich jemanden finde, dann komme ich auf jeden Fall auch zum Sippentreffen. Anduin-Radio unter anderem ist auch vor Ort. Und ja, wie gesagt, weitere Details zu diesen Sippentreffen findet ihr auf der Webseite sippentreffen-2015.de. Dort könnt ihr euch einmal so, ja, sozusagen den Programmplan einmal anschauen und gucken, wer ist da alles bei, wer macht da jetzt irgendwie was, welche Acts treten da auf und so weiter und so fort. Und ja, da könnt ihr dann einfach mal raufschauen. Denke mal, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, vor allem auch spannendes Event auf jeden Fall werden. Dann habe ich noch ein Thema zum Server Anduin. Und zwar bin ich da auf eine Sippe gestoßen. Die suchen aktuell Mitglieder. Die Sippe auf Anduin nennt sich so Kitas. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. Und zwar nimmt so Kitas wieder Mitglieder auf. Wenn ihr dort in die Sippe möchtet, solltet ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Wenn ihr einen Charakter entsprechend mitbringt, was dann ja logischerweise der Fall ist, der sollte mindestens Level 40 sein. Also die haben schon etwas höhere Anforderungen, sag ich mal. Obwohl das eigentlich total scheißegal ist, welches Level man ist, aber ist ja denen überlassen. Interesse an Instanzen solltest du haben, zum Beispiel Level 100 T2 oder auch an den netten Öden, also den nimm auch ganz gerne PvP-Spieler. Teamspeak solltet ihr haben und auch nie abgeneigt sein, dementsprechend einmal auf Teamspeak draufzukommen.
und so weiter und so weiter. Und ja, alle weiteren Details und Informationen zu dieser Sippe findet ihr im offiziellen Lotru-Forum. Dort geht dann einmal rauf, geht auf den Bereich Server, klickt dann einmal auf Anduin und dann werdet ihr den Beitrag von der Sippe Sukitas finden, wo ihr euch dann bewerben könnt. Die haben scheinbar so direkt keine Webseite, weil da ist keine angegeben. Da steht letztendlich eigentlich nur, an wen ihr euch ja wenden könnt, wen ihr beziehungsweise halt anschreiben könnt. Und das solltet ihr dann auch mal machen. So, dann will ich jetzt mal kurz gucken, was ihr hier noch geschrieben habt. Macht Anduin Radio ein Sippentreffen im Stream? Also ich glaube ja, weil Anduin Radio wird direkt vor Ort sein. Und soweit ich auch weiß, werden die auch direkt vor Ort vielleicht den einen oder anderen interviewen und so weiter und so fort. Ich muss mal kurz gucken, das Sippentreffen. Wann war das Sippentreffen? Muss ich nochmal kurz gucken. Vom 4. bis zum 7. Juni. Mal kurz gucken, wenn das auf dem Wochenende fällt. Vom 4. bis zum 7. Juni. Ja, ich denke mal, die werden dann höchstwahrscheinlich am 6. Das ist ja dann auf dem Samstag. Da werden die dann wahrscheinlich eh ja live on air gehen, wie immer. Und dann werden sie wahrscheinlich an diesem Tag direkt von diesen Sippentreffen dann halt auch ja, das Radioprogramm abliefern und auch vielleicht den einen oder anderen Gast mal interviewen und so weiter und so fort. Und ja. Aber wie gesagt, Anduin Radio ist auf jeden Fall direkt live vor Ort und die werden von dort aus, die haben ihr ganzes Equip dann dementsprechend mit und gehen dann auch direkt von dort auf Sendung. Und dann schauen wir nochmal. Achso, Countool ist ja selber im Chat, habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay, dann hat sich das hier erledigt, was ich gesagt habe. Ja, und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall fürs Sippentreffen. Ich hoffe auch, dass ich dort teilnehmen kann. Aber wie gesagt, das steht noch so ein bisschen in den Sternen bei mir. Ich werde aber auf jeden Fall mir Mühe geben, dass ich daran teilnehmen kann, weil ich möchte auf jeden Fall daran teilnehmen. Weil so habe ich dann halt auch mal die Gelegenheit, den einen oder anderen von euch ein bisschen näher kennenzulernen. Ihr habt die Möglichkeit, mich ein klein wenig näher kennenzulernen. Und ich werde dann vielleicht auch noch den einen oder anderen ja, Preis vielleicht mitbringen, den ich vor Ort vielleicht verschenke in Form von Shop-Punkten oder was auch immer. Muss ich da mal schauen, was ich mir da einfallen lasse. Das wären dann soweit eigentlich die Themen, die wären dann soweit durch. Leider heute ein bisschen frühzeitig, aber wie dem auch sei, ich wollte heute dann auch nochmal ein Gewinnspiel machen. Und zwar als Trostpflaster sozusagen für diejenigen, die vielleicht nicht gewonnen haben. An diejenigen, die bei der Schnitzeljagd gewonnen haben, möchte ich dann einmal bitten, dass die bei dem Gewinnspiel nicht mitmachen, beziehungsweise dass sie aussetzen. Das gilt dann einmal für dich, Lamera, da du ja im Chat bist, du hast 5000 Shop-Punkte gewonnen. Und von daher denke ich mal, brauchst du dann auch erstmal nicht mehr, damit bist du eigentlich schon relativ gut bedient. Und zwar würde ich dann gleich einmal gerne 500 Shop-Punkte verlosen. Die verlose ich gleich dementsprechend hier einmal im Stream. Das Ganze läuft wie folgt ab. Ich werde gleich meinen Bot einmal anwerfen. Der wird eine Zahl ermitteln zwischen 1 und 100. Und ihr müsst dann einmal im Chat dann entsprechend Zahlen schreiben. Also ihr schreibt zum Beispiel die Zahl 12, 15, 16, was auch immer. Und solltet ihr eine Zahl geschrieben haben und die sollte nicht richtig sein, keine Panik, dann könnt ihr ruhig nochmal eine Zahl schreiben und nochmal eine Zahl schreiben, bis ihr die richtige Zahl habt. Mein Bot wird dann sofort im Chat dann entsprechend ausschlagen und sagen, stopp, der und der hat gewonnen mit der richtigen Zahl. Da braucht ihr jetzt noch gar nicht mit anfangen, weil ich habe den Bot noch gar nicht angeworfen. Stopp, Leute, noch nicht, das läuft doch noch gar nicht. Sobald das Gewinnspiel angeworfen ist, wird mein Bot dann gleich in den Chat schreiben, irgendwas mit Give Away und hast du nicht gesehen. Dann fragt er Ready? Fragezeichen. Und dann, wenn er schreibt Go? Ausrufezeichen, dann könnt ihr anfangen, eure Zahlen in den Chat zu posten. Aber erst, wenn er geschrieben hat Go, nicht vorher. Ja? Weil das machen einige immer und immer wieder.
Aber ich werde den Bot jetzt anschmeißen und wie gesagt, sobald der Bot den Text geschrieben hat, Go? Dann könnt ihr loslegen und dann eure Zahlen posten. Ich muss jetzt mal kurz hier die Einstellung raussuchen für den lieben Herrn. So, und dann. Den Bot habe ich jetzt gestartet. Die Zahl, oha, das ist ja mal eine Zahl. Da bin ich ja mal gespannt, ob die jemand rauskriegt. Wie gesagt, wenn er dann gleich Go schreibt, dann haut in die Tasten und versucht euer Glück mit Zahl zwischen 1 und 100. Und ich sag mal, ihr habt 5 Minuten Zeit, ab jetzt das dann zu lösen. Ich sehe auch schon, der Gewinner wird sogar schon gezogen hier. Aber irgendwie... Jetzt muss ich erstmal was gucken hier. Wieso hat er da denn jetzt nicht reagiert? Hört man bitte auf, Leute. Stopp, 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 stopp. Stopp, hört man bitte auf. Hier scheint gerade was nicht zu funktionieren. So, jetzt hört mal auf, hier die Zahlen zu posten. Der Gewinner ist bereits ermittelt. Ich verstehe zwar allerdings nicht, warum der Bot jetzt da nicht ausgeschlagen hat. Warum auch immer. Ganz oben. Okay, dann müsste ich mal in meinen Logfile gleich reinschauen. Das war nämlich die 1 gewesen, genau. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und zwar hat mein Bot gesagt, es hat gewonnen der User. Ich schreibe das mal kurz in den Chat. So, dieser User hätte gewonnen. Zumindest hat das mir der Bot hier so geschrieben. Aber letztendlich haben ja einige mehr die 1 geschrieben. Ist halt ein bisschen blöd jetzt, dass der Bot dann nicht sofort ausgeschlagen hat. Er hat ausgeschlagen. Okay. Ja, ich muss dann jetzt mal kurz in meinen Logfile schauen, was der Bot da reingeschrieben hat. Nicht, dass ich jetzt hier gleich den falschen Gewinner dann irgendwie ermittelt habe, weil ich kann jetzt im Chat nicht mehr scrollen, weil das ist so gut wie weg jetzt. So, schaue ich mal kurz hier in meinen Logfile rein. So, ba-ba-ba-ba. Einmal ganz nach unten scrollen. Ach, da hast du es gepostet, okay. Ja, ist ja genau der Name, den ich auch gerade gepostet hatte. Habe ich gar nicht mitbekommen, weil das ging dann einfach zu schnell von den Zahlen. Naja, aber wie dem auch sei, dann auf jeden Fall Glückwunsch an Tiar. Du hast dann entsprechend 500 Shop-Punkte gewonnen. Ich schreibe dir gleich einmal auf Switch eine Message mit den 500 beziehungsweise 2x250 Shop-Punkte-Codes. Ja, schreibe ich dir dann gleich einmal hier auf Switch eine Nachricht. Die kannst du dann einmal abrufen und dann kannst du die Punkte entsprechend einlösen. Und ja, ich weiß nicht, soll ich nochmal ein Gewinnspiel machen, ein ähnliches mit 250 Shop-Punkten? Was meint ihr? Ich habe heute auch übrigens wieder einen neuen Zuschauerrekord. Das finde ich auch mal sehr schön. Naja, okay. Ich werde jetzt nochmal ein Gewinnspiel machen mit einmal 250 Shop-Punkten. Das heißt, ich werde meinen Bot jetzt noch einmal anschmeißen und der wird wieder eine Zahl ermitteln. Das läuft dann genauso ab wie gerade eben. Aber als erstes will ich jetzt mal kurz an den Gewinner
eine Nachricht schreiben mit den 500 Codes, 500 Shop-Punkten, die er gewonnen hat. Und danach machen wir dann nochmal ein Gewinnspiel. Ich muss jetzt mal kurz die Punkte-Codes hier raussuchen. So, das wären einmal diese zwei hier. So. So. So, Tiara, schlag mich tot. Ich habe dir jetzt einmal per Switch eine Nachricht geschrieben. Wäre ganz nett, wenn du mir einmal ein Feedback geben könntest, dass du diese Nachricht entsprechend erhalten hast. Die habe ich dir jetzt einmal auf Switch geschrieben. Und ja, dann werde ich jetzt einmal den Bot anschmeißen. Und dann machen wir jetzt nochmal ein Gewinnspiel mit 250 Shop-Punkten. Ich werde den Chat jetzt auch ein bisschen im Auge behalten. Und dann schauen wir mal. So, die neue Zahl wird mir jetzt hier angezeigt. Und dann wollen wir mal gucken, wer dann jetzt 250 Shop-Punkte gewinnt. Die Lampe hat keine Mütze auf. Ja, genau. An der Lampe soll es liegen, wahrscheinlich. So, jetzt könnt ihr anfangen. Jetzt hat er Go geschrieben und dann gucken wir mal. Okay, da haben wir schon einen Gewinner. Stopp, 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 Leute. Und zwar hat gewonnen Filiani hat schon wieder gewonnen. Okay. Nee, Quatsch. Doch, Filiani hat gewonnen. Okay. Mit der 77. Ah ja, genau, Filiani, und darunter war dann nochmal die 77. Ja, Filiani, dir dann herzlichen Glückwunsch. Du hast dann 250 Shop-Punkte gewonnen. Dann schicke ich dir auch nochmal eine Nachricht mit den 250 Shop-Punkten, damit du diese entsprechend hast. So. Ich schreibe dir jetzt einfach nur den Shop-Punkte-Code, wie man das Ganze ja einlöst, das solltest du ja wissen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, dauernd hier immer so einen elendigen langen Text zu schreiben. So, bla. Auch dir habe ich jetzt einmal eine private Nachricht geschrieben auf Switch. Wäre schön, wenn du einmal bestätigen könntest, dass du diese Nachricht erhalten hast. Und ja, dann haben wir jetzt einmal 500 und einmal 250 Shop-Punkte rausgehauen. Und wie gesagt, wenn ich meinen 24-Stunden-Livestream mache, da wird es auch noch das ein oder andere Gewinnspiel geben. Ja, die Punkte kannst du ja diesmal deinem besten Freund schenken. Das ist ja gar kein Problem. Da kannst du ja letztendlich ja machen, was du willst. Wie gesagt, sobald der Server Bullroar live geht mit Update, welches Update kommt denn da? Update 16. Sobald Bullroar live geht mit Update 16, werde ich, wie gesagt, einen 24-Stunden-Livestream veranstalten. Eventuell sogar nächstes Wochenende. Wenn das der Fall ist, werde ich dann an den 24-Stunden-Livestream auch noch jede Menge Gewinnspiele veranstalten. In Form von Shop-Punkten werde ich verlosen. Ich werde unter anderem auch verlosen, zweimal eine 60 Tage Game-Time-Card. Ja, die wird verlost. Und dann werden auch noch so ein paar andere Sachen verlost. Wie zum Beispiel so Tassen aus Mittelerde oder ja, so andere Gimmicks. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ich habe mir da so einiges einfallen lassen für den 24-Stunden-Stream. Und da wird es auf jeden Fall einige Preise rasseln. Wer auf jeden Fall dabei sein will, der ist natürlich ganz herzlich dann eingeladen.
Wann genau diese Gewinnspiele veranstaltet werden, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Das wird sich im Stream dann ganz spontan entsprechend ergeben. Auch kann ich jetzt noch nicht sagen, wann der Stream selber startet. Sollte Bulroa zum Beispiel Freitag online kommen, meistens ist es so gegen 21 Uhr, dann kann das sein, dass ich sogar direkt schon an den Freitag ab 21 Uhr loslege mit dem Livestream. Aber da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wann das Ganze letztendlich eigentlich dann genau losgeht. Denn da kann man so jetzt einfach noch nichts Genaues zu sagen. Und lassen wir uns dann einfach mal überraschen. Ja, und dann ist doch eigentlich schon meine heutige Sendung auch schon wieder zu Ende, die war heute natürlich jetzt nicht so umfangreich wie die letzten Male, weil es halt ein paar technische Probleme gab mit den ganzen Meldungen hier, weil halt Switch Alerts ein klein wenig spinnt heute und naja, ist dann halt leider Gottes so. Und wie gesagt, Lamera, dich schreibe ich gleich in-game auf jeden Fall nochmal an, dass du deine 5000 Shop-Punkte kriegst. Das habe ich nicht vergessen, dass du da dementsprechend Bescheid weißt. Ich werde da gleich einmal raufkommen auf Billiger und werde dann die 5000 Shop-Punkte-Codes einmal rüberschieben. Und ja, generell hoffe ich dann, dass euch die Folge heute gefallen hat, auch wenn sie jetzt nicht so spektakulär war. Aber ich denke mal, den einen oder anderen hat es gefallen. Ansonsten sehen wir uns spätestens morgen wieder. Ab 19 Uhr werde ich morgen wieder streamen. Dann einmal werde ich Mittwoch wieder streamen und dann halt am Freitag werde ich regulär streamen. Und Freitag, je nachdem, da wird sich das dann entscheiden, ist Bulroa online oder ist Bulroa nicht online. Vielleicht kommt Bulroa auch schon früher online, auf Montag oder auf Dienstag, wir wissen es nicht. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen, aber ich freue mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, sobald Bulroa online ist, geht das dann ab die Post. Und wie gesagt, wer dabei sein möchte, der kann natürlich herzlich dann dabei sein. Schreibt mich dann einfach an. Und in diesem Sinne wünsche ich euch dann auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag. Habt viel Spaß, macht was Schönes. Das Wetter ist entsprechend schön draußen. Und ja, ich werde dann jetzt den Stream beenden. Werde mich dann einmal auf Billiger einloggen und Lamera einmal ihre Punktecodes geben, damit sie die entsprechend hat. Und alle anderen werde ich natürlich auch nochmal gucken, dass ich die erreiche, die ja nicht genannt werden wollten. Aber ansonsten werden ja nochmal per E-Mail informiert. Und ja, dann euch auf jeden Fall soweit noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann spätestens morgen.